Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, es gibt ein kleines Update zu meinem Commodore 64, besser gesagt zum C64. Und zwar habe ich mir jetzt einen Adapter geholt, einen HDMI zu VGA Adapter und der ja noch automatischen Audioausgang hat. Und das Ganze ist ja mit meinen Boxen verknüpft. Das wäre die rechte. Die wäre die linke Box. Denn mein Monitor hat nämlich keine Boxen. Deswegen muss ich mir etwas einfallen lassen, wie ich daraus Sound bekomme. Wir testen mal, ob das funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert, denn das habe ich schon getestet. So, und da wäre das gute Stückchen Commodore 64 in VGA-Auflösung sozusagen. Und der Unterschied zwischen HDMI-Auflösung und VGA-Auflösung ist so minimal. Also dass ich damit jetzt erstmal leben kann. Es gibt auch noch einen Adapter HDMI auf HDMI. Den habe ich mir bestellt. Nur den habe ich jetzt noch gehabt. Deswegen habe ich jetzt den erstmal genommen. Aber das Ergebnis wäre das gleiche. Vielleicht wäre dann die Auflösung HDMI auf HDMI noch etwas besser. Ob man es wirklich merkt, sei mal dahingestellt. Messbar vielleicht, aber für meinen Zweck sollte das auf jeden Fall reichen. Gut, ich möchte mit euch heute Maniac Mansion spielen. Ich würde sagen, ich starte einfach mal hinein. Und nehme euch auf die Reise mit. So, ich würde sagen, ich starte hinein in Maniac Mansion. Gehe dazu auf Medienzugriff. Top-Spiele Maniac Mansion. Dann starte ich mit der Rakete. Und dann sollte Maniac Mansion eigentlich durchstarten. Jetzt muss ich eine Auswahl treffen, welche Person ich mir jetzt aussuche. Man hat drei Spieler in Summe, wobei eine Person vorgegeben. Das ist hier der Dave. Da steht auch nochmal drauf. Sandys Freund und Organisator der ganzen Rettungsaktion. Ja, und wenn man jetzt die einzelnen Spieler anklickt, steht da einmal der Name und was er so für Fähigkeiten hat. Zum Beispiel Musiker. Der Michael wäre ein Fotograf. Die Wendy, Autorin, und der Bernhard ist ein Physiker und sie ist eine Sängerin und der Jeff hängt normalerweise am Strand ab. Eigentlich ist es egal, welche Person man sich aussucht. Jede Person hat unterschiedliche Fähigkeiten und man kann das Spiel dadurch natürlich ein bisschen anders gestalten. Ich meine, am einfachsten wäre es mit dem Bernhard, weil der als Physiker kann halt eben zum Beispiel hinter Hilfe rufen, ganz schnell über Funk. Und deswegen wähle ich den jetzt nicht. Ja, ich würde sagen, ich nehme die Wendy noch mit dabei und den Dave und ja, oder Razor noch dabei. Das ist eigentlich schon eine ganz gute Wahl. Oder komm, ich mache das mal diesmal ganz anders, weil ich glaube, so habe ich das noch nie gespielt. Ich nehme mal die beiden Damen und der Dave ist ja sowieso gesetzt und ich würde sagen, ich starte einfach mal hinein und schaue einfach mal, was passiert. Da kommt erstmal ein wunderschönes Intro, kann man auch überspringen, aber wir schauen uns das erstmal an. Thank you.
Gut, das Team ist sich einig, um Sandy zu retten. Ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal jetzt hier mit dem guten Dave. Und wer das noch nicht kennt, Click-to-Point Adventure. Hier hat man quasi Möglichkeiten, Sätze zu bilden und dann so zu interagieren. Man läuft ganz einfach, indem man einfach hier auf den Punkt klickt und dann läuft die Person dann dahin. Das ist ganz einfach. Und jetzt, wenn hier steht Schild, kann man zum Beispiel auch sagen, lese Schild. Warnung, Eindringlinge werden schrecklichst verstümmelt. Oh. Wenn er das wirklich einfach so auf seine Tür schreiben würde, ich glaube, da bekommt er ein bisschen Ärger. Gut, wir gehen erstmal zum alten Haus hin und schauen uns einfach mal an, was man jetzt hier so machen kann. Ich behaupte mal, 90% des Spieles kenne ich noch. Ich habe es auch nach meiner Commodore 64 Zeit jetzt in den letzten Jahren ein paar Mal über Weiß gespielt. Zwar nie ganz zu Ende, aber doch so, dass ich mich an sehr viel jetzt noch erinnern kann. Ja, ich habe jetzt hier diese Gebüsche zur Seite genommen. Und zwar muss man jetzt hier das Gitter öffnen. Das geht jetzt noch nicht. Ich habe nicht genug Kraft. Ja. Und was kann man hier noch machen? Hier ist noch ein Briefkasten. Den könnte man zum Beispiel jetzt öffnen. Aber da dürfte nichts drin sein. Da gibt es nichts zu lesen, ja. Und man kann auch, glaube ich, die Fahne noch nach oben drücken. Nee, jetzt nach oben ziehen, okay. Zack, jetzt werde ich Fahne oben. Ob das was bringt, weiß ich gar nicht. So, und jetzt sagen wir, öffne Tür, geht natürlich nicht. Und mal hierher gehen und sagen, ziehe an der Fußmatte und schon hätten wir den ersten Gegenstand. Mit Nimm kann man ihn aufnehmen und den Schlüssel kann man natürlich benutzen. Benutze Schlüssel in Haustür. Zack, und schon wäre ich drin. Hier hätten wir eine wunderschöne Wanduhr. Die Uhr geht auf eine Minute genau. Okay. Ich weiß ja immer nicht, wie viel Uhr es ist, aber ich denke mal 3 Uhr und das wird auch immer auf 3 Uhr bleiben, meine ich. Genau, und hier kommen wir in die Küche hinein. Also beim alten Commodore 64 konnte man an der Stelle ein bisschen tricksen. Weil die gute Edna, die Hausdame, die tut zwar erstmal schön freundlich, kommt zu mir, aber der Schein trübt. Wenn ich jetzt rausgehe und ganz schnell wieder rein, dann ist die Edna nämlich weg. Dann habe ich sie ein bisschen veräppelt. So, nimm Taschenlampe, erstmal alles mitnehmen. Die Mikrowelle kann man auch öffnen. Ja, die Kettensäge. Kommt eine schöne Katzenzähne. Na, Kleines, amüsierst du dich gut? In wenigen Minuten ist alles vorbei. Ich schließe dich an meine Maschine an. Und sie saugt dein süßes Hirn raus. Oh oh. Damit kommen sie niemals durch. Dave wird mich retten. Sie und der Meteor bestimmt. Ja, Meteor können Schleim fressen. Hohoho. Das denkt sie. Ja, das glaubt sie. Naja, ganz gleiche Texte nicht mehr auswendig, aber ein bisschen. Hehehe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ich komme ja schon. So, das, also aufnehmen kann man die Kette schon, die Kettensäge schon, aber nicht benutzen. Die Messer kann man hier nicht nehmen, die sind mal nicht festgetackert. Na, sowas, an der Wand festgeklebt. Hier könnte man noch
Könnte man noch einen Wasserhahn machen? Da hätten wir laufendes Wasser. Aber aus ökonomischen Gründen stellen wir das mal schnell wieder ab. Und hier aus dem Kühlschrank bedienen wir uns auch. Wir nehmen erstmal alles mit. Nach dem Motto: haben ist besser als brauchen. Pepsi-Dose. Die brauchen wir auf jeden Fall. Kopfsalat. Alte Batterien brauchen wir. Und den Käse. Jetzt müssen wir schnell wieder aus der Küche herausgehen. Jetzt öffne Tür. Dann müsste eigentlich die nächste Cut-Szene kommen. Nee, doch nicht. Okay. So, hier haben wir einen schönen alten Braten. Alter, verrotten der Truthahn. Okay. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir, glaube ich, nur so einen kleinen Fleck. So, und jetzt kommt die Cut-Szene. Oh, ich bin hungrig. Und derzeit, wie er in der Küche geht, können wir hier noch ein bisschen Schabernack treiben. Den nächsten Braten mitnehmen. Ja, hier ist ein Soßenfleck. Kann man auch anklicken. Aber mit dem kann man nichts machen. Genauso wenig wie mit der Kerze. Die kann man auch nicht aufnehmen. Nee. Sie ist viel zu schwer. Ja, okay. Hier vorne noch ein Raum. Ah, dim-di-dim-di-dum, schabi-schabi-du-du-du, und der Käse ist weg. Wo ist der Käse? So, dann gehen wir hier hinein. Öffne Tür. Und hier nehmen wir auch alles mit, was geht. Fruchtsäfte sind ganz wichtig. Eigentlich alles wichtig, was hier ist. Den Krug brauchen wir. Was haben wir da? Konservendosen. Tentakelfutter. Und na. Flaschen mit Entwickler. Die bräuchte die Fotografin eigentlich. Gut, die spielt das glaube ich gar nicht mit. Oder spielt die doch mit? Die ist abgeschlossen. Gut, dafür brauchen wir noch einen Schlüssel. Genau, doch, die Fotografin habe ich doch ausgewählt, meine ich, ne? Und insofern brauchen wir auch die Entwicklerflüssigkeit. Ja, eigentlich ist Dave so die Hauptfigur, die man eigentlich auch spielt. Weil er ist so. Also zumindest habe ich das immer so gehandhabt. Ob man das jetzt zwingend so machen muss, weiß ich nicht. Aber die Story gibt es ja so ein bisschen vor, dass Dave die Hauptfigur ist. Und deswegen spiele ich auch erstmal mit ihm. So, dann können wir hier noch hineingehen. Genau, das kann man hier öffnen. Und das Radio hier oben drüber kann man auch öffnen. So, und hier ist so eine Röhre drin, eine Radioröhre. Oh, ich glaube, das ist ziemlich genau anklicken. Da genau, nimm. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt nimmt, weil Bernhard. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Genau, das kann nur der Bernhard. Wenn man den jetzt hätte, könnte er damit jetzt etwas anfangen. Und zwar in so einem anderen Raum ist ein Funkgerät und dann kann er das damit irgendwie verbinden.
Ja, den Bennett haben wir jetzt nicht, also brauchen wir auch nicht die Radioröhre. Oh, hier ist dunkel. Genau, mit was ist? Das ist eine schöne Funktion. Ohne zu drücken, zeigt er mir jetzt an, wo etwas ist. Genau, jetzt stehe ich schon auf Lampe und kann sagen, ein Lampe. Und simsalabim. Sieht man auch was. Ja, die Tür, die Treppe hier habe ich immer versucht zu reparieren, auch wenn man hinterher Werkzeug findet. Aber da hat man keine Chance, diese zu reparieren. Irgendwo ist eine lose Wandklappe. Da war es hier. Die kann man auch öffnen. Und die Kassette kann man nehmen. Also eigentlich würde ich die Kassette jetzt dem Musiker geben. Aber da ich jetzt nicht weiß, aber da ich ihn ja jetzt nicht habe, ist die Frage, ob ich die Kassette überhaupt brauche. Gut, wir spielen erstmal weiter. Würde sagen, ich gehe erstmal jetzt hier nach oben. Da sind weitere Räumlichkeiten. Ja, wie man jetzt schon erkennen kann, beim The 60C, beim 60, wie man jetzt schon erkennen kann, beim The C64 läuft das Spiel natürlich ohne Probleme. Grafik ist natürlich richtig eine schön hochauflösend. Das ist natürlich schon was ganz anderes als damals auf dem echten 64er, auf dem Röhrenfernseher. Ja. Gut, wir nehmen erstmal jetzt hier alles mit. Ich glaube, viel mehr kann man jetzt hier auch nicht machen. Ich glaube, die kann man gar nicht öffnen, ne? Scheint sie nicht zu öffnen. Zeichnung, ja, da kann man, glaube ich, auch nichts machen. Mal die Bilder kann man sich ja noch anschauen. Von der Ätna. Okay. Auch schön, wie der so die Lippen bewegt, wenn er jetzt etwas sagt. Das ist eigentlich schon sehr, sehr gut gemacht. So, hier haben wir hinter die Möglichkeit, etwas aufzunehmen. Ich nehme mal ganz genau, hier ist eine Platte, aber ich glaube, die Platte ist falsch. Mach mal nimm, alte Platte. Benutze. Alte Platte an Platten oder Grammophon. Jetzt sage ich mal ein. Aber ich glaube, außer Rauschen oder ein Knacken gibt es hier nicht zu hören. Ja, sagen wir mal aus. Das ist natürlich dann die falsche Platte. Jetzt sagen wir in Nimm. Alte Platte. Jetzt steht da nur Schallplatte, von schon der alte Platte. Ja, okay, nehmen wir mal nicht so genau. Und hier unten steht wieder alte Platte. Wir können die Kassette schon mal hier hineintun. Benutze. Machen wir die Kassette. Kassette in Kassettenrekorder. Ja, die brauchen wir hinterher später, wenn wir die andere Schallplatte finden. Dann müssen wir da etwas aufnehmen. So, jetzt können wir eigentlich weiter hier hochgehen. Ah, bevor ich jetzt weiterspiele, hier erstmal, verstecke mich jetzt erstmal jetzt hier in irgendeinen Raum. So. Genau, müssen wir die Lampe wieder suchen. Da stand irgendwo Tischlampe. Einmal anklicken. Ah! Tischlampe.
Kannst du die Position merken. Und ein. Und dann haben wir hier, ne? Da. Ein Tischlampe. So, ist das der Entwicklungsraum? Ach nee, ist der Schulungsraum. Gut, erstmal wieder alles durchsuchen, alles öffnen und natürlich alles mitnehmen. Was haben wir hier? Ich weiß schon gar nicht, was da drin war. Manuskript. Machen wir mal nimm. Und dann sagen wir ihm Lesemanuskript. Sieht aus wie eine Schrift über ein Meteor. Ja. Können wir das schließen, ne? Hier sind diverse Urkunden. Arzt in 30 Tagen Diplom. Okay. Überreicht an Dr. Fred. Von Dr. Fred, ne? Abschluss in Bandage. Abschluss in Bandagieren. Abschluss in Bandagieren und Mumifizieren. Ja, ganz wichtig. Ist nicht irgendwo noch ein Schwamm? Lesetafel. Sieht aus wie ein Haufen Formeln und einen Meteor beschrieben. Die einen Meteor beschreiben. Sehr seltsam. Okay. Was haben wir hier? Bäh. Das ist ja abstoßend. Oh, jetzt kommt die Katzenzähne. Oh, kommt jetzt schon der Postbote? Puffy benimmt sich sehr seltsam, seit er das Geheimprojekt begonnen hat. Ja und? Nun, Mami. Ich mache mir Sorgen um ihn. Jahren war er nicht beim Essen. Oh, na und? Und er bringt nachts immer diese seltsamen Körper in den Keller. Worauf willst du hinaus, Ed? Ich bin eine beschäftigte Ehefrau. Ich bin eine beschäftigte Frau. Ach, vergiss es. Ein paar Sätze weiß ich noch. So, und den Raum müssen wir gleich auch noch. Erstmal checke ich hier alles ab. Dann bin ich ein Spezialschlüssel. Okay, hier kann man, glaube ich, nichts mehr machen. Scheint nicht zu öffnen. Ich wechsle mal die Person. Ich drücke mal auf F3. Dann wechsle ich zu der nächsten Person. Wen habe ich jetzt? Und mit F5. Die können wir auch schon mal holen. Hätte ich jetzt beide Personen. Oder man geht hier einfach auf Person. Und kann dann auch dann so wählen zwischen Wendy und Razor. Gut, aber ich nehme erstmal die Musikerin. Ich lege erstmal ins Haus. Sie platziere ich einfach mal vor dem Briefkasten, damit sie gleich das Paket nehmen kann. Genau. Sie wird einfach hier stehen und macht erstmal nichts. Ich wechsle dann zu Razor. Sie geht erstmal ins Musikzimmer, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob sie auch ein Instrument spielen können.
Das könnte ich mal eben abchecken. Klicke mal auf Benutze Klavier. Was ist denn jetzt? Ah, sie kann Klavier spielen. Ah, cool. Ja, das macht sie ja richtig klasse, ne? Ich hätte auch den Rekorder einstellen sollen. Ein Kassettenrekorder. Ja, Aufnahme läuft. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Benutze Klavier. Ja, das hat ja schon mal funktioniert. War ich doch richtig in Erinnerung. So, aus. Aufnahme gestoppt. Ich nehme die Kassette mit. Ja, dann denke ich mal, dann soll es auch das erstmal gewesen sein. Ja, ich mache an der Stelle mal einen kleinen Break. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Aber vorher mache ich den Fernseher noch einmal an. Dann schauen wir noch ein bisschen Fernsehen. Ein Hallo an alle Autoren, Musiker und Spieleprogrammierer. Ich bin Marc Iter und meine Firma veröffentlicht einfach alles. Einfach per Post an uns schicken. Vergiss die Briefmarke nicht. Gut, ich speichere ab mit Shift F2. Ja, gehe hier auf Save Game und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder.